Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, jetzt ein bisschen einrendern hier das Ganze. So, jetzt haben wir auch wieder den Rundumblick. Und lange Rede, kurzer Sinn, Gernot wird jetzt angesprochen, damit ich den Auftrag ausführen kann. Verstehe. Ich werde den Auftrag ausführen. Gut, dann segeln wir gleich los. Warum er sich so aufregt? Aha. Ah, da geht's wohl hin. Es plätschert schon. Bin gespannt, was auf mich wartet. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wo bin ich denn jetzt plötzlich gelandet? Na, das ist eine tolle Begrüßung. Gobline. Klappmuschel. Okay. Komme ich überhaupt gegen die an? Das ist die große Frage. Ach, die kommen gleich zu zweit. Na, super klasse. Ach, und dann noch so ein Bär hier. Ach, ein Dachs. Schaut euch mal an. Den Dachs an, der ist ja süß. Ein Dachs? Leute, ein Dachs habe ich noch nie gesehen. Gucken wir uns mal den Dachs an. Ach, der ist leider tot. Ach, den haben sie gut gemacht, den Dachs. Tja. Dachs. So. Was haben wir? Ich gehe mal scouten, guck mal, was das für ein Heinz ist. Das ist ein Goblin-Pirat. Oh, weia. Krieg ich den hin? Oder krieg ich die eventuell hin? Na, Schaden machen die auch ganz schön. Und mich gleich kaputt. Oder auch nicht. Quest Piraten-Goblins. Okay. Hey, altes Entermesser und ein Pilzchen. Und was hast du so? Ach, nur ein altes Entermesser. Meine Herren. Okay, die Überraschung konnten wir noch gut abwenden. Heilkräuter brauche ich. Also, ich habe ja genug gebratenes Fleisch. Dann kann ich doch mal hier erstmal lustigst das Fleisch essen. Und während ich es gegessen habe, werde ich mich mal so ein bisschen hier auf dieser Insel umgucken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dachs, ich fasse es ja nicht. Ja, also, so wie das aussieht, sehe ich hier zum Beispiel kein großes Schiff mehr. Und ich bin wahrscheinlich mit dem kleinen Kanuten hier gekommen. Aber schauen wir mal, was hier so alles so versteckt ist. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Sachen, die hier außergewöhnlich sind. Weil da vorne liegt was. Zum Beispiel jede Menge Muscheln, Klappmuscheln, Hornmuscheln. Noch eine Klappmuschel. Hier ist ein bisschen das Licht zu viel, finde ich. Klappmuscheln. Upsala. Liegt was? Nee. Nur Schilf. Oh, oh. Oh, fremdes Land. Oh, wie unbekannt. Ah, da hinten sind noch mehr Dachse. Ah, schön hier. Schön, ich finde es schön. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht. Ja. Okay. Ein Molerer-Sound. Oh. Okay. Na, wenn die sich weiter so gut aufhalten lassen oder niedermetzeln lassen. Oh. Und neuer Vogelsound. Oh, hier geht es hoch. Mhm. Ja, ist gut. Das ist ein nerviges Teil. Da oben sind noch mehr Dachse. Oh, weia. Der Sound ist ein bisschen störend. Ein bisschen leiser hätte man den machen können. Komm ich da oben hoch? Okay. Nicht ein. Okay. Und
Dachsfell. Ach gut. Wenn es ein bisschen still bei mir ist, dann ist es immer deswegen, weil ich dann doch sehr überrascht bin, was hier alles so auf einen zukommt. Ich kann mich an Dachse nicht erinnern, dass es die schon mal gegeben hat. Also in der alten Version. Und draußen stürmt es bei mir. Das heißt also, ich werde mal kurz nochmal speichern. Und aufpassen, dass hier die Fenster nicht aus dem Rahmen fliegen. Hey, what is this here? Ach ja, an diese Häuschen kann ich mich erinnern. Da waren irgendwelche lustigen Peoples, irgend so ein Ehepaar. Ich will aber nicht zu viel verraten. Oh, wow. Schön, 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 schön. Aber bevor ich mit denen rede, erstmal gucken, was hier so alles ist. Naja, da steht einer und kifft. Mir fällt auch ein, ich habe vergessen, auf meinem Schiff Pfeile herzustellen. Guck mal, der Brosius. Oh, labern wir mal an. Hallo. Auch hallo. Was willst du hier auf Condera? Ich komme von einem Kriegsschiff des Königs. Wir wollen gegen die Orks kämpfen und... Orks wirst du hier kaum finden. Geh lieber nach Mutana. Dort laufen genug herum. Du magst die Soldaten des Königs wohl nicht besonders, was? Pah, wer hat uns denn die Suppe mit dem Krieg eingebrockt? Der König mit seinen Soldaten und Paladinen. Und wir einfache Bauern müssen jetzt die Suppe auslöffeln. So sieht das aus. Du machst dir die Sache sehr leicht. Nicht der König, sondern die Orks haben den Krieg angefangen. Ja, ja, hinterher will keiner die Schuld gehabt haben. Kennen wir doch. Ist doch immer dieselbe Geschichte. Nein, du irrst dich. Die Sache ist ganz anders. Ach, hör auf. Ich will kein Wort davon hören. So, so, der Roland. Eine bessere Stimme hat er auch bekommen während der Überfahrt. Oh, schaut mal. Hier gibt's ja auch Mädels. Aha, also hier kann man wieder Holz hacken. Oh, hier haben wir zum Beispiel Holzfällerachs und Holzscheiben. Mhm. Das ist schön. Das heißt also, wenn ich Holzscheiben habe, kann ich die dann auch spalten? Natürlich muss ich die spalten. Aber das kennt ihr ja. Eine Holzscheibe. Ah, das sind, ich habe zwei gefunden, also auch zwei mal eins Spalten. Ja. Upsala. Hier sind auch welche drin. Endlich! Ein Streiter des Königs. Innos persönlich muss dich zu uns geschickt haben. Du musst uns helfen. Jetzt mal langsam. Was ist denn passiert? Unser Innos-Schrein ist vor kurzem verschwunden. Hier oben, gegenüber dem Eingang zu meiner Hütte, hat er gestanden. Und auf einmal war er verschwunden. Ein Innos-Schrein verschwindet doch nicht so plötzlich. Doch, du musst mir glauben. Frage doch Olderson oder Boreos. Na schön. Ich schau mal, was ich darüber herausfinden kann. Herrlich. Was kannst du mir noch über den Innos-Schrein erzählen? Außer, dass er verschwunden ist. Da steckt bestimmt dieser Sandrock dahinter. Wer ist denn nun schon wieder Sandrock? Nun, Sandrock ist ein Soldat des Königs. Zumindest war er das einmal. Keine Ahnung, was er jetzt ist. Und wo finde ich den Mann? Er wohnt in der kleinen Festung dort entlang, wenn du den Weg am Fels entlang weitergehst. Und wie kommst du jetzt darauf, dass dieser Sandrock daran schuld sein soll? Nun, das ist halt so ein Eigenbrötler. Hängt fast nur in der Festung herum. Bin ziemlich sicher, dass dieser komische Kauz was damit zu tun hat. Mhm. Sandrock. Okay, Oskar. So, mal gucken, die beiden Mädels. Was bist du denn für einer? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Heidelinde. Aber meine Dame, ich bin ein Krieger des Königs und... Trampel mir nicht im Weg rum und mach hier keine Sauerei, klar? Es reicht schon, wenn mein Mann Brosius hier alles stehen und liegen lässt und nur noch bei Olderson rumhängt. Aha, so, so, ja, ja. So, so, ja, ja. Früher, als ich ihn kennengelernt hatte, da war er ganz anders. Er hat mich immer auf Händen getragen. Aber das war, als ich noch jung war und in Korinnes gelebt habe. Da hat er mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. So, so. Wirklich? Er hat mir immer von seinem Haus vorgeschwärmt, auf einer schönen Insel mit Sandstrand, wo man die ganze Zeit herumlungern kann.
Ja, da muss ich wohl mal mit Brosius reden. Ich rede mal mit Brosius. Ja, tu das mal. Vielleicht hört er ja auf dich. Es kann so wirklich nicht mehr weitergehen. Was macht der Hausfriede? Wegen dem Innoschrein, okay. Was weißt du über den verschwundenen Innoschrein? Nichts weiß ich darüber. Und ich möchte auch nichts darüber wissen, klar? Warum nicht? Weil das nicht mit rechten Dingen zugeht. Darum. Oh, oh. Hat Oskar noch was zu sagen? Nee, hat er nicht. Ja. Warum steht hier alle im Regen? Griselda. Na, da sind ja wunderbare Namen heute. Und die sieht aber scheiße aus. Oh, oh, oh. Sorry. Hallo. Ich komme von dem Kriegsschiff Albatros und wollte... Gut, dass du gerade kommst, Bursche. Frag mal Oskar, was er heute zum Essen haben will. Hallo? Ich heiße nicht Bursche, sondern mein Name ist Roland und ich bin ein königlicher... Ja, ja, ist ja schon gut, Faulpelz. Jetzt geh schon. Er ist eine ältere Dame, hat auch eine ältere Stimme. Also sorry, sie kann ja nichts dafür, dass sie so aussieht, wie sie ist. Hallo, ich habe gerade mit Oskar gesprochen, der mir berichtet hat, dass der Innoschrein verschwunden ist. Ja, mein Junge, der stand hier vor unserem Haus. Du bist aber ganz schön vergesslich, mein Bürschchen. Nee. Du weißt doch, wie sehr Oskar, mein lieber Mann, an ihm hängt. Schließlich beschützt der Innoschrein stets unsere kleine Siedlung. Ja, natürlich weiß ich das. Weißt du vielleicht, warum der Innoschrein verschwunden ist? Nein, auch nicht mehr wie Oskar. Tut mir leid, mein Junge. Okay. Danke, Griselda, für die Infos. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Also, es war mal ein Innoschrein. Oh, 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 oh. Da hinten brennt ein Feuer. Ja, auch das. Aber erstmal gucken, was wir hier alle so haben. Wasser. Apfelkompott. Lecker. Apfel. Noch was. Bettchen. Na, dann gucken wir mal hier, was wir hier haben. Schaf. Das ist zu weit entfernt. Was ist denn das? Das wird nicht angezeigt. Hat auch eigentlich keine Funktion. Okay. Dann hier wird Leder gegerbt. Luft gegerbt übrigens. Mal gucken, wie wir hier haben. Geil. Hallo. Hallo, Fremder. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich komme von einem Schiff, das hier in der Nähe ankert. Was machst du so? Ich hüte hier die Schafe. Ist aber gar nicht so einfach. Was weißt du über den verschwundenen Innoschrein? Wow, du bist ein richtiger Soldat des Königs? Ja, gut erkannt. Klar, bin doch nicht dumm. Aha, also in der Nähe sind Goblins, habe ich gehört. Also, was ist jetzt mit dem Schrein? Tut mir leid, Soldat, aber im Moment habe ich ganz andere Sorgen. Was denn? Wir leben zwar nur auf einer ganz kleinen Insel, trotzdem gibt es hier ein paar ganz fiese Bestien. Am schlimmsten sind die Wölfe, vor allem dieser große graue Wolf. Der kam letzte Nacht ziemlich nah an unsere Schafe. Kannst du den nicht für mich erledigen? Dann fällt mir bestimmt auch was zum verschwundenen Innoschrein ein. Na schön, mit Wölfen habe ich bereits genug Erfahrung. Wo steckt dieser Wolf denn? Keine Ahnung, den wirst du schon suchen müssen. Bin froh, wenn ich dem nicht begegnen muss. Oh, Feuer. Also was haben wir hier in neue Logbucheinträge? Heidelinde und Brosius, der verschwundene... Naja, das war das erste. Am Strand von Condero wurde ich von seltsamen Goblins überfallen. Sie trugen Kleidung und Waffen von Seeräubern. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Was mag wohl dahinter stecken? Der verschwundene Innoschrein, die haben wir ja gerade alles erzählt. Heidelinde und Brosius, die wollen wieder zusammenkommen. Armes Pärchen, die haben Streit. Und Griseldas wichtiger Auftrag, das ist die Oskars Frau. Mhm. Ja, okay. Zu freuen sollte man nett sein. Ja, und dann der graue Wolf, den ich suchen muss, den uns hier der Gyges oder Giges. Gyges, ich denke mal, er heißt Gyges, wird Gyges ausgesprochen. Yep. Und weiter geht's. Oh, ja, da hinten ist er. Ist er das? Alter Grauwolf. Mhm.
Okay, auf jeden Fall ist er nicht als Scavenger, oh mein Gott. Oh. Nö. Gucken, ob ich mit Messer. Ach, apropos Messer. Was Besseres hier. Ne, 9 Stärkepunkte zu wenig. 1 Stärkepunkt zu wenig, aha. 11 Stärke. Also sie sind hier nicht so nach Stärke. 1 Stärkepunkt zu wenig, 1 Stärkepunkt. Ja, also das ist hier das Paladin-Schwert. Das könnte ich ja, das hat 80 Schaden. Das hat 85 Schaden. Und das hat 110 Schaden. Also ich brauche noch einen Stärkepunkt. Oh Mann! Siehste, ein Stärkepunkt hat mir damals auf dem Schiff gefehlt. Was mache ich jetzt? Was mache ich? Was mache ich? Achso, vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen was futtern hier. Nicht, dass der Wolf mich schon wieder hier gleich wegnabelt. So. Also nochmal versuchen hier mit ein Schwertchen hier da mal. Ja. Oh, Skavis! So, erstmal gucken. Oh, hab ich geschafft? Junge, was sind denn hier wieder für Viecher im Umland? Im In- und Umland. Aber es ist immer schön, hier zu auf Expedition zu gehen, Filze zu finden und neue Tiere zu erforschen. Heute heißt es, Heinz Sielmann lacht uns einen. Was ist denn das für ein Heinz? Ach, die labern wieder nicht. Das ist ein Waldscavenger. Ach, er hat den Wolf als. Hallo? Nee, shit. Shit, Puppet. Aha, an der Werkbank kannst du Rüstung und Gürtel verbessern. Ein guter Hint. Dann gehen wir mal zu dem ersten Waldscavenger. Die sind alle stumm. Okay, oh, die haben aber auch einen Schaden. Die können aber auch schädlich sein, die Waldscavenger hier. Pupa di dupa. Ja, mein Fleisch geht aus. Nichts zu holen. Ja, ist klar, nichts zu holen. So. Noch ein. Okay. Ach, da hinten ist noch einer. Ach, du liebes Läuschen. Ah, oh, Mann! Auch gut. Das hatte ich noch nie gehabt. Beide haben verloren. Aha. Rutsch da rum. Da ist er. Ah. Vielleicht mal ein bisschen. Ach Mist. Ist krass gegangen. Da. Ah. So kann's was werden. Oh. Boah. Er quält sich einen ab. Ja. So, hast dich mal ausgezappelt hier? Ich habe doch mal jetzt mal nachgeguckt. Und zwar, da mir jetzt noch ein Stärkepunkt fehlt, um ein Langschwert, und zwar dieses, glaube ich, war Paladin, nee, das ist ein Zweihänder. Wo ist er denn hier? Das ist ja der Zweihänder, den kann ich nicht so gut. Dieses Langschwert mit 85 Schaden und benötigte Stärke, irgendeins war doch noch hier mit
benötigte Stärke 60, genau, damit ich das anlegen kann. Hat Schaden 80, also, und den Offiziers benötigte Geschicklichkeit Einhand-Talent-Bonus. Da geht mir natürlich der Einhand-Talent-Bonus flöten, wenn ich, und jetzt kommt's drauf an, ich habe eine Drachenwurzel hier, eine einzige, hab dann diesen Stärke-Bonus, dass ich dann hier doch das Paladin-Schwert anlegen kann. Hab ich es? Hab ich es. Ja, warum mache ich das? Ganz einfach, wegen der Viecherchen hier. Wegen der Waldscavenger. Und zwar im Dunkeln. Das sind nämlich, glaube ich, noch zwei. Ja, da sind es zwei. So, komm noch mal an. Ah, hallo. Jetzt. Nee, auch nicht. Doch, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich verwittert. Gewittert. Aus Gewitter. Ach, das hat nichts gebracht. Jo, noch ein Versuch. Noch ein Gedicht. Mit zwei Scabbies. Okay, einen Schaden habe ich einnehmen können, dürfen. Boah. Ich hatte noch ein Amulett gehabt, was mir Stärke gab, aber da musste ich dann halt eben noch so ein Lebensamulett dann dafür opfern, welches mir 40 Lebenspunkte geraubt hätte, unten in der Leiste. Ja, also habe ich dann halt eben diesen Kompromiss gewählt mit der Drachenwurzel und dem Paladin-Einhänder. Paladin-Langschwert. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, speichern wir nochmal ab. Ja, der letzte Waldscavenger hier in der Ecke, gut versteckt. Hat mich auch schon... Übrigens... Warte mal, warte mal. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das hat einen Felsen hier. Der dürfte also... Wieso habe ich das nicht vorher gesehen? Ja, weil es dunkel ist. Condera Minecrawler, okay. So, wo bist du denn jetzt? Ist er weg. Was ist das für ein Mist? Das geht nicht. Da hinten befindet sich noch ein Waldscavenger in der Ecke versteckt, aber ich habe jetzt hier entdeckt, dass es hier etwas gibt. Genau. Wo ich den Scavy doch von hier oben aus zum Sturz bringen könnte. Das gibt's doch nicht. Nochmal. Und hier kann man auch schön lustig hochklettern, was ich jetzt hier auch machen will. Und von da aus den Waldscavenger erledigen. Bloß das ist wohl eine ganz blöde Angelegenheit, weil jedes Mal der Waldscavenger hier, ich habe es schon vorher probiert, immer hier abhaut, über die Ecke und hier runterrutscht. Ein komisches Verhalten dieses letzten Waldscavengers. Dabei wollte ich doch Experiences holen. Genau, ihn hier. Ja, genau. Der graue Wolf wird deine Schafe nicht mehr bedrohen. Der graue Wolf wird deine Schafe nicht mehr bedrohen. Danke. Da fällt mir aber jetzt ein gewaltiger Stein vom Herzen. Was ist jetzt mit dem verschwundenen Innerschrein? Nichts. Oscar hat es mir nur erzählt. Wie bitte? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Leider. Tut mir leid, aber dieser Wolf hat mich ganz durcheinander gebracht. Nichts für ungut, ja? Ja, nichts für ungut. Ja, bei dieser Gelegenheit sollten wir doch mal ein Schlafplätzchen finden. Ein Schlafplätzchen vielleicht hier, wo ich vorher schon mal... Ja. War bis Sonnenaufgang, bis zum nächsten Morgen. Ich mach mal bis zum nächsten Morgen. Und dann gehen wir weiter zur Stelle da hinten. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Roland, du bist heute echt neben dem Tritt. Vielleicht ist dann der Scavy wieder hier gespawnt worden. Nee, ist er nicht. Das heißt,
nochmal abspeichern. Lustiger Stein hier. Ja, ich wusste es. Hier ist doch irgendwas. Klettern wir hier hoch. Wir können auch hier hochklettern. Da, wo die Feuernessel ist. Aber wir müssen hier mehr an den Rand ran. Ja! Und hoffen, dass das hier so eine Art sackende Gasse ist. Ja, ist es auch. Ach, ich dachte mal, hier wären ein paar Permanentbären oder sowas. Ach, bei der Gelegenheit gucken wir hier auf so eine Festung drauf. Das ist wahrscheinlich die Condera-Festung. Super! Upupa! Und wieder hier hoch. So, hier ging es irgendwie mördermäßig runter. Das gucken wir uns mal genauer an. Ja, das geht mördermäßig runter. Gucken wir, wenn wir hier weiter hochklettern. Was habe ich denn jetzt gehört? Aha. Okay, hier ist irgendwas oben. Das von Rauschen. Meine Dampfe war es nicht. Ah, das sieht schon mal schön aus hier. Inspektion auf Condera. Da oben. Oh, da oben ist wieder so ein Goblin. Warte, ja. Schon werde ich wieder attackiert. Oh, weia. Gucken wir mal. Da ist ja wieder so ein Gobbo-Pirat. Oh, ein Glück. Boah. Bei denen weiß man nie. Da haut man drauf. Da haut man drauf und entweder mit einem Schlag sind sie weg oder ich muss unheimlich drauf losknüppeln auf die Knüppelgobos. Würde mich nicht wundern, wenn hier wieder welche runtergefallen sind. Wie auf Adanos damals. Ja, nee, da sind sie. Okay. Mal eben kurz um die Ecke gehen. Hallo. Shit, ist keiner gefolgt. No. Oder. Gehen wir mal gucken. Ob... Ah, das wird nix. Oh! Verfolgt von Goblin-Piraten. Aha. Lässt der mich nicht in Ruhe oder was ist los? Mist, da muss ich es riskieren hier. Oh, der ist aber noch gut beschädigt. Okay, haben wir das geschafft. Oh Leute, das war mal wieder sehr anstrengend. Sehr anstrengend hier. Mhm. Ach, ich habe da noch ein paar Suppen. Vielleicht sollte ich die mal ein bisschen. Hier eine lecker Fischsuppe von Albin. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Apfelkompott. Was bringt denn das? 40. Okay. Ja, kann ich gebrauchen. Lecker Apfelkompott. Du fühlst dich erfrischt? Ah, es hat noch Zimt gefehlt, finde ich. Beim Apfelkompott. So, weiter runter. Weiter hoch. Ja, weiter geht's. Schauen wir mal, wer hier noch alles auf mich lungert. War doch noch einer da. Oder nicht, oder was, oder wie? Fällt mir ein, ich habe die Warane nicht erledigt auf der anderen Insel. Ich fasse es nicht. Experiences Points. Wie komme ich denn zur anderen Insel wieder zurück? So, ein Schlag und weg ist er. Ey, so was Beklopptes. Fällt mir gerade so auf. In der 39. Folge. Mann! Irgendwelche Kräutertjes vergessen? Nee. Ja, dann habe ich wohl Experiences verschenkt.
Nur weil ich die Barane nicht erledigt habe. Das fällt mir jetzt erst ein. Auf und ab. Ja. Was ist denn hier wieder für eine Ecke? Ich sehe nichts. Ist hier noch was versteckt? Eine Höhle? Ja, man weiß ja nie bei dem Odyssey-Mod-Team, was hier los ist. Oh, ich höre Wölfe und alles Mögliche. Ah, da haben wir wieder Sturmfliegen. Oder heißen die anders hier? Oh, wumm. Wumm. Eine haben wir ja schon. Die werden bestimmt auch schärfer sein, da wette ich. Und auch noch hier in diesem dicken. Kleine Blut. Was? Gift? Wie bitte? Kleine Giftfliege, wo ist denn die jetzt hin? Was heißt das jetzt, kleine Giftfliege? Das erinnert mich an Gothic 3. Dass die jetzt auch Gift haben? Nee. Oh, das. Oh, feier. Wieso ist die Giftfliege denn... Oh, shit. Die hat mich zwar getroffen, aber... Geht mein... Meine Energie weg? Ich glaube, meine Energie geht weg. Kann das sein oder bilde ich mir das ein? Ich habe keine Ahnung. Mal kurz speichern. Und an dieser Stelle ist es jetzt wieder zu Ende für die 40. Folge. Ja, ich habe wieder genullt. Deswegen, ja, weiß ich auch nicht, was es mit den Giftfliegen auf sich hat. So wie ich sehe, geht mein Energievorrat nicht zur Neige, obwohl ich gestochen bin. Vielleicht weiß ja jemand mehr in der Beschreibung und kann mir das erzählen. Und gebt mir einen Daumen und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer David. Ciao.